Dein Vater scheint zu glauben, dass man auf solchem Verhalten unheimlich stolz sein kann. Deine Mutter findet es besser, wenn ich durchs Leben gehe wie ein scheiß Gefangener, während sie meinen Schwanz in einem Einmachglas unter der Spüle aufbewahrt. Hi, mein Name ist Peter Frahm und heute geht's mal um das Thema die Eier im Einmachglas unter der Spüle, wie ihr es im Intro von American Beauty so schön gesehen habt. Und zwar ist mir gestern was Geiles passiert. Ich gehe hier spazieren bei mir in der Nachbarschaft, sehe ein bekanntes Auto, was ich immer beim Spazierengehen sehe. Steigen zwei Leute aus, eine Frau, ein Mann. Und ich wollte in meinem jugendlichen Leichtsinn im Vorbeigehen gerade schon sowas sagen wie, ach, jetzt habe ich auch mal ein Gesicht zu dem Auto hier. Ich gehe hier immer spazieren und sehe das Auto immer rumstehen, immer an verschiedenen Stellen. Und kurz bevor ich was sagen kann, lässt sie so ganz theatralisch die Einkaufstüten auf den Boden fallen und keift ihn an mit, weißt du, was es mir gegenüber aussagt, dass du dir ein Motorrad kaufst? Keiner darf das! Das ist eine Schande, das ist genau wie das Schreddern von Küken. Er kannte das Risiko, hätte es lassen sollen. Ja, stehen so halb auf der Straße, beziehungsweise in der Öffentlichkeit auf dem Bürgersteig und sie kackt ihn schon relativ laut an und in einem Tonfall, wo ich mir dachte, alter Schwede, da sind die Eier seit Jahren wahrscheinlich in mein Machglas unter der Spüle. Und ich hätte ja am besten, hätte ich sowas zu ihm gesagt wie, ja geil, was denn für eins? Ja cool, ja Motorrad, okay geil, was denn für eins? Erzähl mal, ja macht ja auch Bock und bla bla bla. Ich hätte es einfach direkt unterbrechen müssen, aber war vielleicht auch nicht meine Aufgabe in dem Moment. Bin dann weitergegangen und ich konnte jetzt auch schlecht so ganz auffällig hinglotzen, aber bin dann so ein bisschen um die Ecke, ein bisschen quer gegangen, dass ich es ein bisschen beobachten konnte. Und sie ist, hat dann so ganz theatralisch die Straßenseite gewechselt, ja, und er stand da wie so ein begossener Pudel, wie so ein getretener Hund mit den Einkaufstüten und hat auf sie gewartet, ja, während sie auf der anderen Straßenseite da rumgeblökt hat und ausgerastet ist. Und seine Energie war einfach nur fürchterlich, ja, wirklich wie so ein getretener Hund. Ja, und dann kommt sie wieder zurück, geht wieder auf seine Straßenseite und fuchtelt da rum und ist laut und ich habe es nicht mehr gehört, was gesagt wurde. Und versteht mich nicht falsch, beziehungsweise das sei dazu gesagt, vielleicht hat sie auch absolut recht gehabt, das kann auch sein. Was weiß ich, vielleicht haben sie ein gemeinsames Konto und er fragt einfach nicht und kauft sich für ein paar tausend Euro davon einfach ein Motorrad, was nicht geht, wenn du ein gemeinsames Konto hast natürlich, was vielleicht auch nicht das cleverste ist, ein gemeinsames Konto zu haben, aber ein anderes Thema. Oder er hat vielleicht einen Urlaub abgesagt, hat gesagt, sorry, hab keine Kohle im Moment, Urlaub geht nicht und zack, kauft er sich ein Motorrad. Oder was weiß ich, ein Kind ist unterwegs, wo vielleicht Motorrad auch nicht das Geilste ist. Das heißt, ihr wisst, worauf ich hinaus wollte, vielleicht hatte sie absolut recht, wirkte aber nicht so, weil von der Art her hat die wie eine absolute Furie gewirkt. Und ich habe das als heftige Dankbarkeitsübung genutzt. Generell nutze ich sowas, wenn ich sowas sehe. Wenn ich die meisten Beziehungen sehe, nutze ich das immer als heftige Dankbarkeitsübung. Ja, bin dann weiter spazieren gegangen, habe mich dann so ein bisschen geschüttelt, als ich nach Hause kam, so ein bisschen versucht, diese negative Energie abzuschütteln, habe mir meine Katze geschnappt, mich auf die Couch geknallt und mich einfach nur fantastisch gefühlt, dass ich nicht mitten in so einer Beziehung stecken muss, dass ich es mir aussuchen kann. Ja, und es gab auch mal eine Story, da war ich beim Golf, habe mit einem Kumpel zusammengespielt gegen ein Ehepaar aus dem Club. Die sind jetzt nicht so angenehm, die sind ein bisschen anstrengend und stressig und Stock im Arsch und schwierig, ne? Und haben sich dann halt verhalten, wie sie sich verhalten haben und zwischen irgendwie Loch 10 und 11, was weiß ich was, sind wir so ein bisschen vorneweg oder hinterhergegangen und ich sag nur zu meinem Kumpel, jetzt stell dir mal vor, du wärst in dieser Ehe gefangen. Na, dann kannst du dir doch gleich eine Grube vorbuchen beim Friedhof um die Ecke. Ja, und wie kann man das Ganze vermeiden? Dazu muss man wissen, der Frame, ja, wie das Ganze abläuft, wer du bist, ja, die Rollenverteilung sozusagen, das wird am Anfang der Beziehung gesetzt. Das heißt, es ist ganz wichtig, wer bist du vorher? Ja, was hast du mit deiner Persönlichkeitsentwicklung auf die Kette gekriegt? Hast du deine Programmierung fallen lassen können, ja, deine Lemming-Programmierung und dich zur vollen Größe aufgerichtet, dass du ein erwachsener Mann statt einem kleinen Kind sein kannst? Und dann kommt es darauf an, ja, als wer gehst du rein in diese Beziehung? Ja, willst du direkt die Eier abgeben, ja, direkt das Einmachglas am Horizont risen sehen sozusagen? Oder willst du dein eigener Herr bleiben? Ja, denn Beziehungen können nur funktionieren, wenn du ein erwachsener Mann bist und bleibst und ja, nicht als Kind da reingehst und auch nicht als oder ins Kind regredierst im Laufe der Beziehung, wie das viele Männer tun. Und ja, auch wenn viele Frauen das durchaus zu genießen scheinen, so den dominanten Part, die Mutterrolle zu übernehmen, ja, die sind ja auch programmiert. Das heißt, wenn die frei wären, dann hätten sie da auch keinen Bock drauf. Ja, das ist ja auch nicht freiwillig. Von daher tust du den Frauen oder der Frau da auch nichts Gutes mit, wenn du ohne Eier da reingehst.
Und jetzt kommen wieder die üblichen Sprüche, aber was ist denn mit Kindern und Ehe? Ja, natürlich in längeren Kisten, da kannst bzw. musst du hier und da auch Kompromisse eingehen. Ja, du kannst ja nicht immer my way or the highway, wie du das als Single machen kannst. Natürlich gibt es in längeren Kisten und in Ehen und mit Kindern auch Kompromissen. Aber trotzdem musst du auch da dein eigener Herr bleiben und darfst nicht die Eier verlieren. Ja, und auch am besten gar nicht so reingehen direkt, sondern als erwachsener, eigenständiger Mann, als Individuum reingehen und das auch beibehalten, beziehungsweise da, wo es geht, noch ausweiten. Sonst wird dir unweigerlich den Rest deines Lebens, wenn es denn so lange dauert, auf der Nase rumgetanzt. Oder wenn du so verrückt bist, wirklich zu heiraten, dann wird das halt mittendrin einseitig beendet, plus die Kohle mitgenommen, wie man das halt im Umfeld und auf diesem Planeten weltweit wunderbar sehen kann. Ich gebe dir das Geld, damit ich dich nicht töten muss. Und ja, nicht alle Ex-Frauen sind schreckliche Frauen und ziehen den Mann bis auf die Unterhose aus. Ja, nehmen den aus wie so eine Weihnachtsgans. Ist nicht immer so, aber gibt's oft genug. Und allein das spricht ja schon meines Erachtens zumindest ganz krass gegen so ein Konzept wie die Ehe. Und wenn ihr es trotzdem gut finden wollt, nach dem Motto, Honey, I love you so much, let's get the government involved. Ich persönlich finde es völlig verrückt, aber das ist ja nur meine Meinung. Deshalb macht ihr, was ihr wollt, nur wenn ihr das machen wollt. Überlegt erstmal, ist es eure eigene Meinung, dass ihr das machen wollt oder habt ihr es nur aufoktroyiert bekommen, dass es eure eigene Meinung angeblich wäre? Und seid euch, wenn ihr dann zu dem Schluss gekommen seid, es ist trotzdem mein Konzept, so will ich leben, seid euch der Stolperfallen bewusst, was passieren kann. Und nochmal zurück zum Anfang der Beziehung, wenn der Frame gesetzt wird. Da ist es ja so, dass die Frau zumindest im Optimalfall wegen eurer freien und männlichen Art bei euch ist, mit euch zusammengekommen ist, weil sie euch halt gut und männlich und attraktiv fand. Also empfehle ich, ändert diese freie und männliche Art auch nicht innerhalb der Beziehung, außer natürlich noch mehr in diese Richtung. Und ja, hier und da, wie gesagt, je nachdem wie fest und langfristig das Ganze ist, durchaus hier und da ein bisschen Kompromiss eingehen, muss manchmal sein. Aber dann auf der anderen Seite eben diese freie und männliche und eigenständige erwachsene Art noch ausbauen in die Richtung, die eben gesund ist. Das heißt, neue Hobbys, Gas geben, Leben voranbringen und so weiter und so fort. Statt eben, wie die meisten das machen, ab Beziehungsbeginn komplett die Persönlichkeitsentwicklung einzustellen, komplett damit aufzuhören und dann faul zu werden, wie die meisten das halt machen und nur noch Ja und Amen von der Couch. Und dann haben wir hier nachfolgend zum Eier aufrüsten noch so ein paar Macho-Klassiker aus Filmen und einem Comedy-Programm von Bill Maher zum Beispiel. Wenn ihr wollt, analysiere ich das auch noch. Das ist so der Macho-Klassiker schlechthin gerade von Bill Maher, die Auftritte. Ja, wenn ihr wollt, mache ich da gerne noch ein separates Video, wo ich das Ganze ein bisschen analysiere und noch was dazu sage. Hier haue ich euch jetzt mal die Szenen so rein. Denn natürlich kann ich nicht alles zu 100% unterschreiben, was gesagt wird und teilweise ist es auch übertrieben, so kannst du dich nicht verhalten. Aber trotzdem geht's gerade, wenn man die Eier verloren hat oder noch nie hatte und man müsste mal aufrüsten, um einer Frau auch ein guter Mann sein zu können. Da geht's in eine ganz gute Richtung, um mal ein bisschen halt ein erwachsener Mann zu sein, ja, der sein eigenes Ding macht und kein Kind oder kein Lemming ist. Also los geht's und wer die volle Dröhnung in die Richtung haben will, ja, wer sein Leben positiv ausrichten will, nicht nur für Beziehungen, sondern auch für alle anderen Lebensbereiche, ja, auch fürs Single-Leben und Sport und so weiter und so fort, Finanzen haben wir auch, der kommt gerne ins Next Level Forum, das ist meine Online-Community für Persönlichkeitsentwicklung, wo ich mein ganzes Wissen wie praktisch in einem 1000-Seiten-Buch verewigt habe. Und auch noch antworte, das heißt, ich bin auch noch täglich aktiv. Das heißt, Links dazu sind unten in der Beschreibung, gerne reingucken und vorbeikommen. Bis dann, haut rein, macht's gut, ciao. Also, mach das Licht aus, wenn du wieder ins Bett kommst, okay? Es ist was ganz Tolles, wenn man erkennt, dass man immer noch die Fähigkeit besitzt, sich selbst zu überraschen. Da fragt man sich doch, ob man sonst noch was drauf hat, was man vergessen hat. Hey, Jungs! Kannst du mir sagen, was du da treibst? Oh, oh, Mami ist sauer. Das werde ich dir auf keinen Fall durchgehen lassen. Da kannst du aber sicher sein. Das werden wir doch sehen. Dein Vater scheint zu glauben, dass man auf solchem Verhalten unheimlich stolz sein kann. Deine Mutter findet es besser, wenn ich durchs Leben gehe wie ein scheiß Gefangener, während sie meinen Schwanz in einem Einmachglas unter der Spüle aufbewahrt. Wie kannst du es wagen, in diesem Ton vor ihr zu sprechen? Ich hab satt, so behandelt zu werden, als würde ich nicht existieren.
Holen wir doch das Gelächtermessgerät und sehen mal nach, wie laut das bei dem Witz wird. Du beklagst! Du solltest mich nicht unterbrechen, Schatz. And our whole society is based on the idea of, I like to call it making women nod. If you watch a, there's a guy who understands what I'm saying. We don't think that sensitivity is more important than sex. We don't. Okay? When we're telling you that, we're lying to make you I nod. Can believe. And that's what making women nod means. It means saying things we don't believe. That's really true. What a lonely existence that is. You're right. It's lonely. Men are lonely. You're just, are they? Okay, yes. Really. It's not what they want the women to do. It's what I want the men to do. I want the men to just be themselves again. But, you know, all my married friends, I knew these guys when they were young, and they were Mustangs. They used to do whatever they wanted, whenever they wanted. And now they are not Mustangs. I always hear women say, you know, married men live longer. Yes, and an indoor cat also. So I know women don't have it easy in America, but it is sort of politically incorrect just to be male in this country now. I mean, look at television, look at any sitcom. The wife is always brilliant and ethereal and right about everything, and the husband is always a dumb fuck lucky to have found her. I think men are just tired of apologizing for being men, and I think women would be a lot happier if you'd stop making us apologize for it. Women are smarter than men. If women ran the world, there'd be no wars. Being pregnant is sexy. Also so ein Scheißkalaber, kann sich doch kein Schwanz anhören. Thank you for the suggestion. It was a good one, without a question. Do a cover, subscribe, watch the original. I just told you again, it was subliminal. Frankly, my dear, I don't give a damn.